Und willkommen zum Gameplay von Flap MMO. Einfach, weil das einfach jeder macht. Yeah, weil das ist ein MMO zu Flappy Birds. Das ist einfach totaler Scheiß. Und deswegen kann es nur geil sein. Also spielen wir das jetzt einfach mal. Wir sind nämlich in einem Party Club Fabulous. Und ja, einfach geil. Okay, also fangen wir doch einfach mal an. Und da ist direkt mal so der Queen hier, der mit uns... Der Queen. Der Queen besonders. Oh mein Gott. Wieso ist eigentlich so blond? So von her. Heavy blond. Chicken hat ein Blond! Und Kings sind einfach golden. So like Ellie Goulding, weißt du? Ellie Goulding ist nämlich auch so Queen. Die ist bestimmt die Flappy Birds Königin und so. Ellie Goulding. Und Wamis Würstchen. Man sieht dich gar nicht. Du bist einfach so weg vom Fenster. Einfach weil ich so geil weit komme. Nein! Und sag ich gerade in dem Moment, wo ich sage, wo ich so geil weit komme, kacke ich natürlich mal voll ab. Nein! Ach, und ich habe ja letztens so ein Gameplay hochgeladen. Da habe ich ja irgendwie so komische Hitler-Geräusche nachgemacht. Und Noki dachte einfach, dass ich wirklich diesen Sound gehabt hätte und den abgespielt hätte. Das ist schrecklich. Hallo, Noki denkt, ich wäre Hitler. Oh mein Gott, Mann. Ja, wer weiß, ne? Ach so, natürlich. Nein. Ja, also ich habe das natürlich die ganze Zeit vorm Spiegel geübt, damit ich das so perfekt hinkriege. So ein Fake. Oh mein Gott, das wäre echt eine geile Thumbnail. Hallo Noki. Oh nein, Noki ist weitergekommen, der kleine Scheiße. Und Taylor fällt die ganze Zeit beim ersten Mal runter. Voll lustig. Taylor ist lustig. Oh Mann, oh. Das ist scheiße. Immer wenn ich mich gerade über andere Leute lustig mache, passiert mir genau dieselbe Kacke. Mann. Boah, ey, wie einfach Taylor in jedem Spiel schlecht ist. Ich kenne kein Spiel, in dem Taylor gut ist. Gibt es ein Spiel, in dem du gut bist? Das würde mich mal interessieren. Nein. So ein Britney Spears Fan. Ja, dann musst du so Britney Spears aufstylen. Bestimmt verkackt Taylor da sogar. Weil die der so die falschen Outfits gibt, die so richtig hässlich farblich zueinander passen und deswegen versagt die bei jedem Auftritt, weil die Outfits so hässlich sind und so. Dress up Britney Spears. Wow, Taylor! Hey, weiter! Oh. So, aber ich zeig euch jetzt mal die hübschen Themes, die es gibt. Hier so plopp, plopp, ich bin ein kleiner Fisch. Aber das ist das Geilste hier. Das ist einfach so geil. Ich meine, da bedeckt sich sowas aus. Einfach so, yeah, geil, ich bin ein Spermium. Oh. Boah, diese roten Röhren, die sehen so voll buschelig aus. Buschelig. Ach, da möchtest du dich doch erstmal direkt rankuscheln. Ich dachte einfach so, das wären so Periodenstreifen. Einfach so voll hübsch. Ich meine, was soll das denn darstellen? Was soll das? Besonders haben die auch noch so kleine Zipfel. So flauschig eben. So, da will man sich doch gleich rankuscheln. Ja, irgendeinen Anreiz muss das Spermium ja haben, in die Gebärmutter zu gehen, nicht wahr? Oh Mann, ey. Die sehen ein bisschen aus wie Büsche, aber dafür sind die dann irgendwie zu rot. Aber gleichzeitig sieht das auch irgendwie aus wie so ein Kaktus oder so, wegen dem Puffels da. Kaktussen sind ja schließlich grün. Und das ist ja dann eine Komplementärfarbe. Boah, jetzt kommt ein Mega-Streber, besser bist du scheiße. Dieser Name entspricht einfach mir und es verdeutlicht einfach, wie mein Charakter sich widerspiegelt. Lisa stinkt, bist du scheiße? Schwimme, du schaffst den Weg zur Gebärmutter. Ich frage mich, wann kommt eigentlich die Gebärmutter? Das hört doch nie auf. Also das ist wahrscheinlich einfach nur die tragische Geschichte eines Spermiums, das vergeblich nach seiner Gebärmutter sucht, aber niemals erreichen wird. Dramatische Geschichte vom Leben. Guck mal ihren Namen an. Geil. Besonders weiß ich jetzt nicht, wer von euch wer ist, weil eben bei Noki an der zweiten Stelle angezeigt wurde und Taylor an der dritten. Und deswegen dachte ich jetzt, Taylor hieß einfach nur Elsa und Noki hat sich in Lisa Ficky umbenannt. Ich bin Elsa. Ich glaube, das können wir jetzt nicht nachprüfen. Es wird immer ein Geheimnis bleiben. Ist Noki wirklich Elsa oder ist der Lisa Ficky? Lisa Kacke ist aus. Kacke, was? Ey, das erinnert mich vorher an Work, Bitch. So, ihr kennt das Lied bestimmt so. Yeah, yeah und so, ne? Und das könnte man auch wunderschön damit singen. You better Kacke do, wee beep beep beep. Hannah Liz Tanner. Was? Jacqueline. Das ist voll Beauty. Aber ich bin schon Chantal Jacqueline. Ach, tut mir leid. Eigentlich wollte ich halt Peter schreiben, aber Jacqueline Hans P. ist natürlich auch schön. Petli. Was?
Wieso reden wir die ganze Zeit über Hitler? Was soll das? Und ach, habt ihr mal drüber nachgedacht, wie eigentlich Hitler auf Französisch heißt? Beim Französischen lässt man ja immer das Haar weg. Also man spricht das ja nicht mit. Und dann sagt man einfach so Hitler. So voll behindert. Lisa Hitlilov. Mathilda, ey, was geht's mit dir eigentlich? Bester Name. Macho Bitches Kill. Ey, das klingt irgendwie wie Machu Picchu. Achso, ja. Das ist doch dieser bescheuerte Tempel oder sowas. Aber es hört sich an wie Pichu, dieses Pokémon auch. Also spätestens jetzt hat dieses Gameplay alles an Seriosität verloren. Pipi, Kaki, Pipi und Kaka, wie so kleine Kinder, ne? Darüber reden wir immer in Pädagogik, weil Kinder haben ja am Anfang so ihre anale Phase und so und dann schmieren die manchmal ihre Fäkalien so gerne an die Wände oder so. Und dann sagen die ja auch immer so, yeah, so, Pipi und Kaka, Pipi und Kaka, das kommt dann auch immer so zu. Was heißt Frikalien, Kind? Hey, willst du mich verarschen? Okay. Frikalien, Fäkalien heißt es. Hä? Nicht Frikalien, ganz sicher nicht. Frikadelle, ja genau. Fäkalien, ach so. Nein, Fäkalien heißt es. Nicht Fäkalien. Mein Gott. Ey, wer ist Game Over von euch? Oh mein Gott, wer ist dieser übelste Suchti, der so weit kommt? Ich suche jetzt nach Fäkalien. So. Fäkalien. Da. Fäkalien, warte. So, da wir das Video jetzt eh beenden, zeige ich euch jetzt den Beweis. Fäkalien. Fäkalien, so heißt es. Und nicht Frikadellen oder so ein Scheiß. Nein. Okay, also, dann war's das mit unserem wunderschönen Gameplay von Slap MMO. Es ist einfach nichts passiert und wir haben einfach nur Scheiße gelabert, aber ist ja egal, nicht wahr? Also, würde ich sagen, das war's erstmal. Also, bis dann. Ciao. Tschüss. Ich glaube, ich esse nie mehr Frikadellen.